So, moin moin zusammen. Heute 3. Novembertag. Der Mais ist runter, wir sind in der Bodenbearbeitung. Und ich wollte mal kurz einen kleinen Fauxpas meinerseits aufdecken. Niemand ist unfehlbar, oder wie heißt das so schön? Wie ihr seht, ich bin hier doppelt am Grubbern. Also fahre die Strecke einmal zurück. Wir befinden uns hier auf der 111, unserer neuen Fläche. Warum ich jetzt hier am Grubbern bin, das erzähle ich euch gleich auch nochmal eben. Aber ich will mal eben hier einmal umdrehen und dann euch zeigen, was für ein kleiner Fauxpas mir da unterlaufen ist. Ihr werdet sicher schon ahnen. Blende hier mal eben das Menü ein. Jawohl, wir haben Mais geerntet, dementsprechend muss natürlich tief gelockert werden. Wir sind mit unserem Kerner Corona unterwegs und ja, ich habe die Bedienung auf meinem Fahrhebel, auf meinem Joystick liegen und beim Betätigen der Wendeschaltung habe ich wohl zwei, dreimal den Grubber etwas flacher gezogen und dann war das Malheur groß. Nur noch auf tiefe Bearbeitung, nicht auf tiefen Lockung gestellt. Ich denke, ihr kennt das Thema. Ich habe jetzt auf jeden Fall den Grubber einmal etwas umgebaut, dass es auf einer Kranachse liegt, die man selten bis gar nicht benutzt und das dementsprechend nicht mehr passieren kann. Hat mich natürlich sehr geärgert, wie ihr euch vorstellen könnt. Schön die ganze Arbeit nochmal machen. Ich meine, wir sind recht flott unterwegs. Unsere gute Waldraut, die gibt ja Gas hier und dementsprechend haben wir uns noch ein bisschen mehr Arbeit beschafft, aber wir sind gut davor. Wie gesagt, 3. Novembertag. Jannis kommt später auch noch an den Start, mich zu unterstützen oder ja auch noch weiter hier in der Bodenbearbeitung voranzukommen, sodass ich dann nachher auf die Drille umsteigen kann und ja, bei Brinkers 2 Flächen und bei uns dann insgesamt 3 Flächen noch mit Weizen und Roggen bestelle. Und dann geht's so langsam auf das Ende des Jahres zu. So, ich wollte euch mal ganz kurz zeigen, dazu halte ich glaube ich mal eben besser an, bevor ich nachher beim Nachbarn stehe. Wir holen mal eben das Tablet raus. Und ich zeige euch mal eben, was wir hier mit der Fläche vorhaben. Ich hatte ja, glaube ich, beim letzten Mal gesagt, dass wir die 111, wie gesagt, dazu bekommen haben. Und da dann Mais nach Mais bauen einfach. Der Plan hat sich ein bisschen geändert. Und zwar schauen wir einmal rein hier in die Tabelle. Wir sehen, Jahr 4 ist abgeschlossen. Wir haben hier unsere gesamten Erträge sauber dokumentiert. Und das ist auch ganz gut so, weil wir dann einfach ein bisschen was mitnehmen können. Und zwar natürlich in erster Linie hier die geerntete Menge. Ich gehe mal ein bisschen weiter nach unten. Wir haben ja, Lance hatte davon berichtet und das euch auch, glaube ich, schon gezeigt, so eine kleine Prognose aufgestellt, was wir ernten werden. Und haben auch natürlich den Bedarf ermittelt, was unsere Schweine über das gesamte Jahr für einen Futterbedarf haben. Das Ganze für die Einzelkomponenten. Und wenn wir jetzt hier mal auf Mais schauen, dann haben wir im eigenen Ertrag ein deutliches Plus. Ja, ernten können, erwirtschaften können, sodass wir keinen Zukauf mehr haben, sondern hier eben über Bedarf, 100.000 Liter über Bedarf rausgekommen sind. Und das hat mich jetzt wiederum zu dem Schluss gebracht, dass wir in Jahr 5, das kommende Jahr, etwas auf Körnermaisfläche verzichten können. Und auch die Thematik hatten wir beim letzten Mal schon erklärt. Wir haben einige Flächen, zum Beispiel hier die 50, eingeplant mit Mais nach Mais, was unkritisch ist. Nichtsdestotrotz wollen wir uns auch, wo wir jetzt wissen, dass wir genug Mais quasi geerntet haben, genug in petto haben, dass wir vielleicht auch dann die Getreideerträge ein bisschen nach oben bringen, die Getreidefläche vielleicht noch ein bisschen hochnehmen, um auch da uns einen Puffer zu erarbeiten. Und da war dann jetzt eben meine Idee auch auf der 111, wo ich Mais nach Mais geplant habe, hier eben ja jetzt um zu switchen auf Roggen. Warum Roggen? Ihr erinnert euch, die Fläche ist relativ leicht, sandige Bereiche dabei. Da ist der Roggen gegenüber dem Weizen natürlich im Vorteil, weil er einfach nicht so viel Wasser benötigt. Und dann gehe ich jetzt einfach hin und trage hier für das Feld 111 auch Roggen rein. Und ihr seht, wenn man mal hier unten auf die Körnermais achtet, ich gehe nochmal hin zurück. Wir haben hier 34 Hektar für nächstes Jahr im Anbau. Und wenn ich jetzt entsprechend hier Roggen eintrage, dann sind es nur noch 28. Und entsprechend hat sich hier die Roggenfläche erhöht.
sodass wir eben ja, etwas weniger Körnermaisfläche haben, dafür eben mehr Roggen. Und ich denke, das ist dann im Hinblick eben auf die Erträge dann auch ganz sinnvoll so. Ja, dann gehen wir zurück, werden hier weiter mal unsere Bahn ziehen. Wie gesagt, nachher nehme ich euch vielleicht nochmal mit auf der Drille, weiß nicht, ob heute oder morgen. Aber dann habt ihr erstmal so einen kleinen Einblick gekriegt, ja, wie so die Gedanken im Hintergrund sind, warum wir diese ganze Planerei eigentlich veranstalten. Wir haben halt eben ja, uns einen ziemlich hohen Tierbestand angeschafft, zugelegt und müssen den natürlich entsprechend versorgen. Und so ist es halt auch in der realen Landwirtschaft. Man muss halt immer auch kurzfristig mal umplanen, mal umdenken. Man kann nie genau voraussagen, wie der Ertrag letztendlich ausfallen wird. So in diesem Fall haben wir sehr, sehr guten Mais geerntet dieses Jahr, mehr als erwartet und können dementsprechend dann auch kurzfristig reagieren. Wir sind noch früh genug im Jahr, wir können hier nach Mais noch bequem Roggen reindrillen und das werden wir dann jetzt auch so machen. Ich, genau, werde mich dann wahrscheinlich zum Drillen nochmal wieder melden. Bis dahin! Ja, Maltit, hier nochmal zurück mit einer vielleicht etwas anderen Perspektive von unserem Hof. Ja, ich sitze bei Inge im Garten, ne? Schön hier, gerade mal Mittag eingenommen, gab ein paar lecker Pizzabrötchen. Und da wollte ich euch mal den herrlichen Ausblick hier zeigen. Aber ich blende es mal eben ein. Wir sind noch nicht durch mit der Saison, 4. November. Ja, rund um die Mittagszeit und wir haben noch ein paar Hektar Getreide zu verstecken. Ich gebe euch mal eine Übersicht, wie der aktuelle Stand ist. Und zwar war ich heute schon ein bisschen fleißig und habe die Flächen 89 und 179 für Brinkers gedrillt. Damit ist also quasi das Drillen für dieses Jahr im Lohn abgeschlossen. Und ja, wir haben jetzt, oder ich habe jetzt noch hier die Flächen 47 und 46 vor der Brust. Und ich würde sagen, da düsen wir mal los. Ja, herrlichstes Wetter hier. Schon recht spät im November aufgrund eben der Körnermaisernte. Und ja, doch der mittlerweile reichlichen Fläche, die wir zu drillen haben. Hier stehen sie noch alle, die dreckigen Klamotten, hinten mit der Waldraut und dem Kerner war ich gerade unterwegs, habe die letzten beiden Flächen noch gegrubbert, noch vorbereitet. Und hier beim 818er werde ich, wenn ich mit dem Drillen durch bin, die Radgewichte mal rausschmeißen. Wir sind ja fertig mit dem Silo-Walzen, dafür kann man die ganz gut nutzen. Und werde den vielleicht ein bisschen waschen und dann, so zumindest der Plan, im Vorauflauf schon mal einige Flächen noch spritzen. Aber erstmal muss dafür das Getreide natürlich in die Erde und da schnappen wir uns unser Drillgespann, das hatte ich hier unter das Vordach gestellt, unseren 716 mit der Federstadt natürlich. So, dann wollen wir mal. Mal losstarten. Machen wir ganz gerne mal die Dachluke los, frische, frische Luft in der Nase. Ja, Saatgut habe ich noch genug dabei. Drille ist fast voll, damit müsste ich hinkommen für die beiden Flächen. Und dann geht's los. So, jetzt kommen wir hier auf der rechten Seite zu unserer 47. Und warum habe ich euch jetzt mal mitgenommen? Vielleicht erinnert sich der ein oder andere zu diesen beiden Flächen 46, 47. Da hatten wir schon mal, das hatten wir schon mal thematisiert. Am Beispiel Rapsanbau. Ich zeige euch nochmal eben, warum wir jetzt auch hier bei der Wintergetreideaussaat nochmal bei diesen beiden Flächen differenzieren. Das ist ganz einfach. Die Flächen liegen zwar relativ nah beieinander, haben aber recht große Unterschiede, was den Boden angeht. Wir haben ja auf der 47 vorrangig lehmigen Sand bzw. sandigen Lehm, also recht leichter Boden. Und auf der 46 eben den größten Anteil Lehm, also sehr guten Boden, schwereren Boden. So, dementsprechend reagieren wir jetzt auch beim Wintergetreide. Wir werden auf der 47 also Roggen andrillen und auf der 46 Weizen.
glaube, das habe ich auch schon das ein oder andere Mal erwähnt. Roggen eben eine Kultur, die mit weniger Wasser klarkommt. Ein Sandboden hält eben das Wasser nicht so gut. Nicht so gut wie eben den Lehmboden. Lehmboden, der bessere, der günstigere Standort. Dort können wir eben den Weizen anbauen, der da auch potenziell guten Ertrag bringt. Von daher werde ich jetzt hier nochmal die Drehmaschine umstellen von Weizen auf Roggen. Dann gehen wir mal ins GPS-Menü, auch das zeige ich euch nochmal kurz. Freue ich mich persönlich auch sehr darüber, dass wir das, ja, dass Yoki eigentlich die gute Idee hatte, hier mal die Betriebsnamen mit davor zu schreiben. Wir haben echt eine wunderbare Ordnung jetzt hier drin. Ich gehe auf Feld 47, wo wir sind, und ihr seht, hier haben wir eben die Hauptspur entsprechend abgespeichert. Ich habe meine 3 Meter Arbeitsbreite, zeige mir nochmal kurz die Linien an. Und siehe da, ich bin auch schon in der Spur 5, mit der ich üblicherweise anfange. Stelle auf Automatik, hinten ausklappen, Drillmaschine an, Allrad an, runterlassen, Abfahrt. So, damit die letzten Hektar für dieses Jahr. Ich danke an dieser Stelle fürs Zuschauen, stellvertretenderweise. Danke für die Möglichkeit, hier mal so ein bisschen euch auch noch was zu erzählen, ein bisschen auszuhelfen quasi. Danke an Lance, dass du das Ganze hier so begleitest, schon über, ich weiß nicht, fast 50 Folgen. Es macht richtig, richtig Bock, mit dir und auch mit allen anderen hier im Projekt so Gas zu geben, so realitätsnah irgendwie sowas in LS halt zu verwirklichen. Und ich hoffe, wir haben noch ein paar Tage bzw. ein paar Jahre hier Spaß zusammen. Und ja, vergesst das Abo nicht für den lieben Lance und lasst gerne mal einen Daumen und einen Kommentar da. Da freuen wir uns immer drüber, über ja, Diskussionen und Diskussionsansätze. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dahin mal.